Hallo ihr Lieben und willkommen zu einer neuen kleinen Runde Minecraft in einer neuen Aufnahmesession. Ja, ich würde sagen, wir machen jetzt da weiter, wo wir in der letzten Folge aufgehört haben. Wir wollten nämlich hier mit ein bisschen Weizen unsere Tiere bespaßen. Und ich meine, ich habe gerade eben hier ein Monster gesehen. Tut mir leid, aber das muss ich jetzt noch einmal kurz auschecken. Aha. Ja, das habe ich mir schon mal gedacht. Mein Freund hier. So, Kollege. Das ist zwar eine Monsterfalle und ich meine, das ist eigentlich schon ausgeleuchtet. Aber tatsächlich, scheinbar und letztendlich reicht das nicht. Gut, okay. Ist ja nicht großartig schlimm. So, wir sind in einer neuen Aufnahmesession. Das bedeutet... Ich habe gerade aufstoßen müssen und ich musste mich jetzt hier ein bisschen zurückhalten. Es tut mir leid. Also es tut mir nicht leid, dass ich mich zurückhalten musste, sondern dass ich generell halt hier... Du und du. Ihr macht jetzt Liebe. Sehr schön. Und du, ihr beiden liebt euch auch. Das ist wundervoll. Nee, Kinder kriegen nichts zu essen. Was ist denn hier los? So, du und du. Kuh. Du bist eine Kuh. Nee, ihr sollt mich nicht anschubsen. Du bist eine Kuh. Und du bist eine Kuh, richtig? Wer grummelt denn da? So, du und du. Ja doch. Ihr könnt ja auch. Ist doch gut. Du und du. Guck mal hier, was sind sie eher, oder? Was ist denn hier los? Hat irgendjemand vielleicht Hunger? Möchte irgendjemand vielleicht noch ein bisschen Weizen haben? Alle wollen sie essen, aber keiner möchte knutschen. Also nicht mit mir, sowieso nicht. Du und warte mal, hier ist mit Sicherheit noch ein weißes Schaf, oder? Das weiße Schaf der Familie. Ja, lass doch mal die Leute da durch. Mein Gott, ihr macht einen ja total wuschig. Geht mal weg hier. So, Schäfchen du und Schäfchen du. Was kommt bei euch raus? Da bin ich jetzt mal gespannt. Das sieht süß aus. Ja, leider haben wir... Doch. Du, komm mal her. Du und du. Ach, guck mal an. So, und Karotten. So, und den Rest, den kann ich für die Brote verbrauchen. Dann kann ich demnächst noch mal ein bisschen abernten. Ich finde das okay. Ich finde, das passt. Ich guck noch mal da hinten, die beiden Kühe. Du? Huch, Entschuldigung. Du? Nee, ich bin schon... Alter, ist das laut. Entschuldigung, hab das mal ein bisschen leiser gemacht. Ja, perfekt. Ich würde sagen, damit hätten wir das erste schon mal. Alter, der Hund. Hundi, schau mich nicht so an. So, dann schauen wir mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und Skabadusch. Als hätte ich es geplant. Ich habe es nicht geplant. Fun Fact. Aber es sah so aus, als hätte ich. Und das ist eigentlich schon okay. So, oh mein Gott. Ich muss hier durchgehend... Die Musik ist ein bisschen zu anstrengend für mich gerade. Und auch ein bisschen zu laut. So, meine Güte. So, ich habe den Ventilator wieder ein bisschen runtergedreht. Ich hoffe, das ist jetzt angenehmer. Ich habe mir das gestern nochmal angehört. Ich habe den Ventilator, was heißt versehentlich nicht, aber unbedacht, auf 3 gestellt. Und da war doch extrem laut. Ich meine, ich habe zwar ein Noise Gate, wann immer ich ruhig war, habt ihr es nicht gehört. Aber wann immer ich dann angefangen habe zu sprechen, naja gut, okay, Noise Gate, man kennt es ja halt. Aber gut. So ist das halt. So, und ab hier. Ich würde sagen, ab hier machen wir das dann tatsächlich so, dass wir sagen, Basup. So, wir müssen ja hier nach oben. Ich würde sagen, das machen wir jetzt hier komplett. So, dass wir auf der Ebene bleiben.
Und dann dieses Ding, das können wir dann am Ende wegkrabbeln. Das wird jetzt jede Menge. Also wie gesagt, wir werden sehr viel an Material haben, sehr viel an Steinen. Und ich möchte ehrlich gesagt eigentlich fast schon mal so ein bisschen die Höhle auskundschaften, die wir hier hinten entdeckt haben, als sie da runtergegangen sind. Zu dieser Schlucht. Ich weiß nicht, ob das dieselbe Schlucht war, aber... Also wir haben ja da hinten, da waren wir auch und haben da halt so Höhle und so weiter. Ich glaube, das ist dasselbe. Und wie gesagt, das einzige Problem, das ich habe, ist, ich weiß nicht, wenn wir jetzt da sind, die unter uns eine Höhle haben, wie viel dann hier an Monster spawnen werden. Da habe ich ja so ein bisschen Bedenken. Also damals war es auf jeden Fall so, es gab da halt so eine vorgeschriebene, ja, so vorgeschriebene Zahlen. Ab wann darf gespawnt werden und so weiter und so fort. Ab welcher Höhe und ab welcher Mindestentfernung vom Spieler. Aber damit habe ich mich halt vor Ewigkeiten beschäftigt. Und da bin ich ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob sich da was geändert hat mittlerweile. Und das, was ich auch momentan nicht mehr weiß, Spieleentwickler machen das gerne, dass sie halt große Patches und so weiter ankündigen. Und dann kommen auch teilweise so kleine Sachen, die geändert wurden, die aber nicht in den Patchnotes erwähnt wurden. So, und dann denkst du dir, oh, Moment mal, sag mal, das ist doch anders gewesen, das war doch vorher nicht so. Und dann guckst du, aber du siehst auch nichts in den Patchnotes. Dann so, okay, sneaky, boy, sneaky. Ihr habt das echt geschafft, ja? Damit geht es hier noch weiter nach oben. Habe ich das da hinten falsch gemacht? Das war doch hier richtig, oder? Das ist die... Huch. Das ist die Höhe. Hier, das ist richtig. So, ich muss einmal ganz kurz Optionen, Ressourcenpakete. Ich muss einmal das... Ja, das Inkompatible, meine Kraft reinpacken. Einfach nur, weil ich da halt besser sehen kann und erkennen und unterscheiden kann. Das ist eine extreme Musik. Ob man da jetzt Steine sieht oder nicht. Okay, das ist alles komplett Stein. Oh, sieh doch mal, wie dunkel das ist. Das ist ja komplett dunkel. Ich meine, ich mag zwar dieses Texturenpaket, aber es ist so dunkel. Oh Mann, das ärgert mich. So, okay, hier ist Stein und da ist Kobbel. Wenn ich jetzt sage, Ressourcenpakete, mach mal weg. Mach mal weg. Wenn wir jetzt mal auf Basic gehen, also auf diese klassische Texturenpakete. Da kann man das, oh, das sieht, oh, das ist nicht schön. Ressourcenpaket, nee. Chroma Hills muss schon sein. Chroma Hills muss sein. Na, Grüße an Shadow Wolf. Oh, ich bin dir immer noch so dankbar. Das klingt jetzt blöde, aber ich meine, ich habe es ja mit Sicherheit schon das ein oder andere Mal erwähnt, aber ich habe damals so viele verschiedene andere Texturenpakete ausprobiert. Und wie gesagt, damals das Misa, das war ja auch noch okay. Haben wir das Misa eigentlich noch? Ressourcenpakete? Ich glaube, das Misa habe ich schon rausgehauen, oder? Ja. Ich habe noch so viele andere, die einfach nicht schön sind. Aber das Misa, das war auch, aber auch aufgrund nur von Gronkh halt, weil auch er halt gesagt hat, oh, Misa und oh, schön und ja, juhu. Nur deswegen kam ich auch da drauf. Und dann diese ganzen anderen Texturenpakete, die waren halt so, weiß ich nicht, gut gemeint, aber dann nicht gut gemacht. Ohne es böse zu meinen jetzt, aber tatsächlich. Und am Ende habe ich schon gar nicht mehr drauf gehört, wenn die einen gesagt haben, hey, nimm mal doch das Phil-DB-Texturenpaket und irgendwie sowas in der Richtung. Oder Spax und weiß es nicht, Spax geht auch noch. Spax ging auch noch halbwegs. Ich glaube, damit habe ich sogar teilweise mal gespielt. Auch im Let's Play. Habe ich Spax noch? Jetzt, wo ich davon rede. Whip, Minecraft, Programmer. Nee, ich habe versucht gar nichts mehr. Oh mein Gott. Wenn ich das jetzt rausnehme. Ist im Prinzip. Im Prinzip ist das Default. Das ist das Default-Paket. Das Ding ist,
Nein, Entschuldigung. Dieser F-Whip, der macht so geniale Videos auf YouTube. In Sachen Basteln und so. Ach, Basteln, Bauen halt. Ja, was der da Sachen baut. Ah, das ist so schön. Von dem habe ich übrigens diese wilden Wege und so weiter. Der sieht jetzt aber auch nicht wirklich, ich sag mal so, nicht großartig schön aus, oder? Ja, das sieht doch nicht. Warum? Also das mache ich jetzt mal weg. Ja, ich weiß, es nervt. Ich weiß, es nervt. Es tut mir leid. Aber ihr könnt ja vorspulen, wenn es halt zu extrem wird für euch. Nee, pass auf. Okay, alles Veraltete. Irgendwie werden die nicht mehr geladen. Wir haben sonst nichts mehr, ne? Auch alles meine Kraft. Gut, dann gehen wir wieder auf Chroma Hills. Ja, ja. Chroma Hills greift noch auf die neueren drauf. Zu. War das jetzt richtig gesagt? Ich habe keine Ahnung. Ist mir auch egal. So, gut. Dann bleiben wir halt bei Chroma Hills. Und danke geht raus an Shadow Wolf. Ein guter alter Freund Shadow Wolf. Und jetzt müssen wir wieder zurück und ein paar Spitzhacken backen. Spitzhacken backen ist übrigens genau der richtige Terminus. Na komm. Ja, mir ist bewusst, dass es schon wieder Nacht ist. Und mir ist bewusst, dass ich unheimlich viel an Eisen hier verballer. Verballern, ich mag das Wort eigentlich nicht. Verbrauchen. Ich verbrauche es. Verballern ist immer so ein bisschen, yo, Digga, Alter, Bruder, was Lust da? Mach mal nicht hier Auge. Warum sieht mir das so aus, als wäre das hier noch weiter? Verstehe ich nicht. Wenn ich Minecraft, ach, ja doch, wenn ich Minecraft spiele und Warcraft-Musik höre, dann kommen immer so ganz, ganz gemischte, aber schöne gemischte Gefühle so in mir hoch. Wo ich mir denke, yes, du bist hier eigentlich richtig. Und so sehr ich das bei Daylight auch liebe. Aber so Minecraft, ja, ich will mal so sagen, seit 2013, da habe ich ja angefangen, Anfang 2013. Denk mal nach, das ist jetzt auch 8 Jahre her. Also ich muss sagen, Minecraft hat mein Leben schon ein Stück weit geprägt. Nicht halt so, dass ich mein ganzes Leben umkrempel und so weiter. Oder dass ich jetzt hier wie Unge mir so ein Minecraft-Tattoo irgendwie auf den Arm tätowieren lassen würde. So weit gehe ich dann halt doch nicht. Wie weit ist das noch? Ja, aber... War doch ein Minecraft-Tattoo, oder? Ich meine, das war ein Minecraft-Tattoo. Aber auch da ist wieder Leben und Leben lassen, oder? Na gut, meins wäre es jetzt nicht. Ich meine, ich habe ja Tattoos. Aber auch die hätte ich jetzt eigentlich lieber nicht. Aber die kann ich jetzt nicht mehr wegmachen. Könnte ich schon mit Backlaser und so weiter. Aber hey, you got the point. Ja, you got the point. Alter, ich werde hier. Von wo muss man das Ganze hier nochmal weggraben? Oh mein Gott. Aber ich muss halt gucken, wo ich bleibe. Deswegen, das ist auch der Grund, warum ich jetzt eigentlich, ich meine, ich bin Level 35, ich könnte schon, ne, ein bisschen verzaubern. Aus einer Verzauberung könnte ich schon gebrauchen. So ein Spitzhacken aus Diamant. Wie so Effektivität. Aber dazu brauchen wir halt unheimlich viele Kühe. Und ich muss mal gucken, ob ich die Produktion der Kühe tatsächlich mal so versuche, ein bisschen ranzutreiben. Was bedeutet, ich werde Minecraft-Wiki gleich nach der Folge, jetzt hier nicht on the fly. Nicht, dass da wieder irgendwie jemand sagt, hey, dort hättest du aber zwischen den Folgen machen können. Ich habe eine ganze Minute gewartet. Das ist nicht schön. Ja, ich mache das dann halt nach der Folge. Und dann gucke ich mal, wie lange die Kühe brauchen, um, naja, damit sie halt wieder gebärbereit sind, wenn ich das so sagen darf.
Weil ich will es dann halt so effektiv wie möglich machen. Ich denke, immer gleich kommen sie irgendwie hier um die Ecke. Das Ding ist halt, wir sind hier direkt an eine Höhle connected. Höhle Schrägstrich Schlucht. Schluchtenhöhle. So, oh mein Gott. Huch. Ich bin durch. Ja, ich bin durch. Also komplett durch. Guck mal hier. Als wäre es geplant, oder? Als wäre es... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich würde sagen... Dann haben wir quasi Modo. Nein, dann haben wir quasi jetzt so ein erstes Stück der kompletten XP-Maschine schon abgefarmt. Oha, wie fleißig wir sind. Oder? Und wie gesagt, Shadowwolf, ich habe mich mit Shadowwolf unterhalten, als er meinte, ja, ich bin da nicht so für Redstone. Sondern lass dann halt diese ganzen Sachen halt auf natürlichem Weg abfließen. Das würde ich ja auch gerne, aber ich kann es halt nicht. Nicht mit dem, was ich mir vornehme. Also halt solche XP-Maschinen, wo ein, wenn etwas automatisiert gehen muss und du es kontrollieren mit. Also ich habe gerne Kontrolle über das. Das geht leider nicht anders. Das kann ich dann halt leider auch nicht anders machen. Das ist super ärgerlich für mich. Ich meine, gut, Redstone hat schon ein bisschen einen gewissen Charme. Aber Gronkh sagte mal vor ewig langer Zeit bei Redstone, also damals, als er noch aktiv sein Classic Minecraft alles played hat, sagte er, es müsste, Redstone müsste man so programmieren können wie, ja, man müsste halt Schalter zuweisen können, Funktionen zuweisen können und so weiter. Man müsste gezielt irgendwelche Funkstationen ansteuern können und so weiter und so fort. Und da hat er vollkommen recht, der gute Mann. Da hat er sowas von vollkommen recht. Und das hier. Oh, das kann man ein bisschen lauter machen. Ja, das kann man noch ein bisschen lauter machen, glaube ich. Habe ich jetzt gute Mann oder alte Mann gesagt? Weil alt ist er ja nicht. Der gute Mann. Oder? Ich wette, ich habe gesagt, der gute Mann. Der gute Mann hat ja recht. Hoppala. So. Das wird noch alles wunderbar. Das wird noch alles richtig wunderbar. Ja, ja, ja. Du bist eine Spinne und du möchtest mal ein bisschen zischen. Alles klar, kein Problem. Ja, bei mir bist du richtig. Du darfst zischen ohne Ende. Wie eine Spinne, wie eine Schlange, wie was auch immer zischt. Eine Dose Systrüm. Es nimmt kein Ende. So, oh mein Gott. Sagen wir mal bei 19. So. Gut, ihr Lieben, dann würde ich sagen, mache ich jetzt hier erstmal Schluss. Die Musik ist schön, aber die spiele ich beim nächsten Mal ab. Gefällt mir sehr. Gut, ihr Lieben, ich würde sagen, ihr wollt mal halt weiter in der nächsten Folge und dann vielleicht werde ich mich mal ein bisschen wieder oberhalb ein bisschen begeben und dann da mal gucken, vielleicht, dass sie da simultan zwischen dieser hier vielleicht auch eine kleine Erntemaschine baue, um mich halt ein bisschen um die Kühe kümmern. Ich weiß es noch nicht. In diesem Sinne, na, wir werden sehen, ne? Schaltet morgen wieder ein. Ich würde mich freuen und bis dahin, gehabt euch wohl, macht es gut. Bis dann. Tschüss.